Vielleicht ist Isabel immer noch ein Wunderpunkt für ihn. Tja, den Eindruck habe ich auch langsam. Ich verstehe es nur nicht. Ich dachte, Marc kommt gut mit Isabel klar. Ja, so eine Trennung ist aber eine ziemlich harte Sache, oder? Tja, ich sag mal Beziehung. Was ist mit Marc? Nina, machst du mir bitte noch zwei Wasser? Mhm, klar. Danke. Möchtest du auch was trinken? Komm, jetzt sag schon. Nina hat Marc nur gefragt, warum er dir nicht geholfen hat. Ja. Och, Nina, du hättest dich da nicht einmischen müssen. Das weiß ich doch. Ich dachte nur, du kommst mit den Reporter nicht alleine klar. Er saß ja die ganze Zeit am Tresen und hat so getan, als ob es ihm nichts anginge. Ja, das meine ich auch nicht. Aber wenn man Marc vorwirft, dass er mir nicht geholfen hat, dann... Ja, eben. Und genau das wollte ich nur von ihm wissen. Er hat wohl seine Gründe. Welche denn? Marc hat mir schon so oft geholfen, immer wieder. Dass er irgendwann mal die Nase voll davon hat, das ist ja wohl klar, oder? Also wir müssen jetzt wirklich langsam rein. Ja, gleich. Und du kommst wirklich alleine klar? Sobald du weg bist, schmeiße ich hier eine Runde nach der anderen. Und da steh ich. Isabel, es tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe. Hey, schon okay. Ist aber auch eine komplizierte Beziehung. Ja, das konntest du ja auch nicht wissen. Können wir jetzt? Ja. Also, mach's gut. Hm? Ja, euch viel Spaß im Kino. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und ich bin noch ein paar Stunden weg, ja? Marc, klar, warte mal. Hey, hast du vielleicht mal kurz Zeit für mich? Ich wollte eigentlich mit Simon zum Bett nehmen. Eine Minute. Du hattest meinetwegen Streit mit Nina? Sowas kommt vor, nicht? Ich wollte dir auch nur sagen, dass ich das mit ihr geklärt habe. Wie bitte? Naja, sie weiß jetzt auch, dass du... nichts mehr von mir wissen willst. Das ist ja wunderbar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du hattest recht gehabt. Mit dem, was du über die Beziehung von Sebastian und mir gesagt hast. Ich weiß, ich war fies zu dir. Das fällt dir richtig früh ein. Dabei hatte ich überhaupt keinen Grund dazu. Du bist immer für mich da gewesen. Wir hatten viel Spaß zusammen. Weißt du noch, in dieser Villa bei den Alten von Rupnitz? Oder ganz am Anfang, als Steffi uns auf dieses Schiff gelotst hat? Das war alles richtig lustig, ne? Aber wahrscheinlich ein bisschen zu lustig. Denn sonst wäre das doch alles mit uns anders gelaufen. Ich weiß es doch auch nicht. So einen Mann wie dich habe ich mir immer gewünscht. Isabel, was denn für ein Mann? Märchenprinz und Hofner in einer Person? Ach, ich weiß doch auch nicht. Du darfst das auch nicht persönlich nehmen. Es war nur so, als... Als Sebastian aufgetaucht ist, ja. Ja, ich wollte doch auch anfangs überhaupt nichts von ihm. Das musst du mir glauben. Klar. Und wie soll das Märchen jetzt weitergehen? Marc, ich fand ihn am Anfang sogar richtig widerlich. Und dann... Ich weiß, es hört sich blöd an, aber... Ich konnte mich einfach nicht dagegen wehren, der... Ich war dabei, Isabel. Es war nicht zu übersehen. Mit einmal hatte er mich wieder völlig in der Hand. So, das ist jetzt der fünfte. Den sechsten gibt's dann umsonst. Hm? Danke für das tolle Spiel. Du warst ein super Partner. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Bier? Musst du immer so viel reden? Beim nächsten Mal mache ich dich fertig, das verspreche ich dir. So wie gerade eben, ja? Noch zwei Kaffee? Zwei alt. Okay. Oliver? Hm? Für mich auch zwei, bitte. Er hat verloren. Ah. Sag mal, Simon, eins vorab, ja? Wir reden hier nicht über Isabel. Die Sushi-Bar. Ja, du isst doch auch so gern Sushi. Kannst du mich jetzt mal mit deinem bekloppten Fisch in Ruhe lassen? Sushi oder Isabel? Was ist denn das jetzt für eine Ansage? Ja, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Immer wenn du Isabel getroffen hast, dann bist du danach völlig... Eben.
Weißt du, was die mir eben für einen Text reingedrückt hat? Erst sült sie mich voll, wie sehr sie mich geliebt hat. Und dann erzählt sie mir, dass ihr Sebastian verfallen gewesen sei und ich sowieso nie eine Chance hatte. Ich war zwar ihr Märchenprinz, aber gegen einen Arschloch wie Sebastian hab ich nie eine Chance gehabt. Oliver, Nummer 4. Simon, Frauen stehen auf Arschlöcher. Das ist so. Mensch. Doch. Wenn du dich so benimmst wie Sebastian, als totales Arschloch, dann rennen dir die Frauen die Bude ein. Steht das im Handbuch der kleine Chauvinist? Mhm. So, bitteschön. Danke. Mit Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft. Da kommt man nicht weit. Ich habe das jetzt verstanden. Isabel steht auf Schweine und Brutalis. Okay? Das kann sie haben.